Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerlein. Ja, ihr seht, ich stehe im Lager. Und was machen wir da? Richtig, wir verpacken Playclue. Ihr seht, die ersten Flaschen sind schon mal verpackt. Das sind jetzt irgendwas um die 50 Stück. Das sollte reichen, um die ersten Kickstarter-Unterstützer entsprechend zu versenden. Mehr habe ich jetzt leider in der ersten Tour nicht bekommen. Da stehen aber noch jede Menge weitere Kartons. Da hinten stehen noch mal Kartons entsprechend in der Ecke. Und die müssen jetzt alle in solche schöne Schachteln verpackt werden. Und dann geht das Ganze raus an euch Unterstützer, die Playcrew in der Kampagne unterstützt haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Und wir versuchen natürlich alle möglichen Unterstützer so schnell es geht zu beliefern. Aber in der aktuellen Zeit, wir warten jetzt auf die nächste Lieferung an Chemikalien, dass wir den nächsten Batch entsprechend anmixen können. Die erste Lieferung, die gekommen ist, war kleiner, als wir gedacht haben. Deswegen, es zieht sich momentan alles ohne Ende. Ist aber auch geschuldet, glaube ich, aufgrund der aktuellen Situation. Aber wir geben Gas, dass ihr eure Materialien bekommt. Ich leg mal los. Und ja, ich weiß, es ist wieder ein Vlog-Video auf dem 3D-Druck-Kanal. Eigentlich habe ich dafür den Vlog-Kanal, aber es hat einen gewissen Grund, nämlich genau zwei. Zum einen, seit der tagesaktuell, das Video geht heute noch live, wie der aktuelle Stand von Playclue ist. Das ist gerade für die Kickstarter-Unterstützer interessant, die unseren Kanal abonniert haben. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und zum anderen aber auch, weil ich gerne nochmal was bekannt geben möchte, denn morgen beginnt die Form Next. Ich werde ab morgen dort sein. Vielleicht werde ich am Freitag auch noch dort sein. Ansonsten bin ich die ganze Woche vor Ort. Und der Erste, der mich auf mein Buch anspricht, kriegt eine kostenlose Version davon, inklusive Widmung von mir auch gerne. Und das wollte ich nochmal breittreten. Wer mich sonst auf der Form Next sieht, kann mich natürlich auch gerne darauf ansprechen. Es gibt dann nur für den Ersten leider ein Buch. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt mal weiterarbeiten, damit die Playclues rauskommen. An alle da draußen, die jetzt noch mal ein bisschen KVP-ABS haben wollen, kann ich sofern sagen, dass wir noch mal eine geringe Stückzahl auf Lager bekommen haben. Und zwar in Voronrot und in Schwarz. Das heißt also, für alle, die ihren Voron noch mal drucken wollen, in den klassischen Farben, kann ich soweit sagen, okay, wir haben noch mal eine geringe Stückzahl auf Lager. Wer also was haben will, sollte sich beeilen, bevor es ausverkauft ist. Und dann gibt es noch mal eine kleine News. Wir haben aktuell das Isan ABS Plus auf Lager. Also für alle, die sagen, nee, das KVP ist mir zu teuer, da gibt es momentan noch mal ein Angebot für das Isan ABS Plus. Ist auch nur diese Woche im Angebot. Dann geht es weiter zum nächsten Filament. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte den Kanal. Und in diesem Sinne, HODL'S Line, Happy Printing und ciao.